Jetzt sind wir mitten in der Stadt. Lebenserwartung. Etwa 5 Minuten, schätze ich. Hm. 21.000. Schon wieder zu Hause. Kommt, Freunde. Diese neuen Minen. Mal gucken, gibt es hier neue Waffen? Oder sowas? Nee. Das war wirklich schon das Beste. Nee. Offiziersschwert. Bleibe beim Schwert. Ich halte nichts von Äxten oder Hämmer. Das gefällt mir nicht. Deshalb bin ich auch gespannt, ob man bei Assassin's Creed 3 wirklich nur eine Axt hat, wie man es aus dem Trailer kennt. Ich würde gerne nämlich beim Schwert bleiben. Behälter voll. Alles reparieren. Na, war klar. Sehr gerne. Beehrt mich bald wieder. Aussichtspunkt. Ich habe mich im Schneiden der letzten Aufnahmen ja schon wieder dabei erwischt, dass ich Aussichtsposten gesagt habe. Das Abenteuer wegen des Mangels an tüchtigen, starken Männern durch den letzten Feldzug und die darauffolgende Pest. Hä? Biete das Heer der Republik allen neuen Rekruten ein Buch von 3 extra Quadrini pro Jahr. Reisende! Banditen wurden an der Kreuzung nach Bologna gesichtet! Es wird vermutet, dass es sich um arbeitslose Lakaien aus der Da ist die Feder! Seid wachsam! Bringt Wein, um freies Geleit zu erhalten! Oder passiert nur während der Essenszeit! Er ist hier! Exkommunikation! Schon wieder hat die Er kommt davon! Du gehörst mir! Schnell, er ist hier! Ich habe ihn! Ah, ich habe noch... Das war bisher nicht ordentlich, was ich hier abgeliefert habe. Oh, Folly hatte ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Dachte, das wäre auch Toskana gewesen. Ihre Einnahmen zu zahlen.
außerhalb der Aussichtsposten. So, jetzt mal Forli schnell überspringen und nach Venedig, wenn es geht. Der muss uns ja noch die Codex-Seiten oder die Codex-Seite entschlüsseln, die wir von Jacobo haben. Ich könnte mal bei Kunsthändler vorbeigucken. Oder was ist der Schneider? Ne, Schneider war's. Wegen neue Kleidungsfarbe. Ich hab da irgendwas im Kopf noch mit Schwarz-Rot. Aber damit meine ich nicht die Altair-Rüstung. Da. Exkommunikation! Schon wieder hat die Bruderschaft der Flagellanten von Montefortione. Ha! Bist du ein Gaukler? Willst du uns unterhalten? Seine Heiligkeit im Park, sehr cool. Den ihm zuständigen Zehnten ihre Einnahmen zu zahlen. Reisende! Banditen wurden an der Kreuzung nach Bologna gesehen. Ja, entschlüsseln! Aber entschlüsseln kann sie ja nur Leonardo. Nicht auf hinten hereinfallen. Zack, 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 zack. Ja, das ist echt. Ihr solltet mich bezahlen. Ach, scheint, als würde sich Forli noch auf diese zwei Aussichtspunkte beschränken können. Oder geht das noch bis da oben hin? Ich glaube nicht. Ja, und die Erinnerung? Ist das schon die Erinnerung wieder raus aus Forli? Wir machen erst Schneider. Hier hat der Kunde immer recht. Hab ich. Elfenbein. Nee, Ebenholz war das. Da ist er. Stahlgrau, Kastanienbraun. Sieht auch gut aus, aber ich nehme die hier. Ebenholz. Kluge Wahl. Dann auf bald. Schön. Sieht doch geil aus. Würde ich der Altair-Rüstung auch vorziehen? Thank you.
Aber hier kann ich ja sehen, wie weit... Ja, die geht gar nicht so weit, die Stadt. Ist ja mehr nur so ein Dorf. Dann... Gleich mal suchen. Was ist das denn da? Unser Kodex. Ein Kurier. So lacht und tanzt und singt. Wenn zum Wohle unserer Kinder Stahl auf Stahl erklingt. Geh weg. Da ist es. Wir müssen aber irgendwie da hoch. Mach, hier glitzert so viel. Okay, das sind die von Lorenzo. Da wir Toskana erst letztens die ganzen Dinger gemacht haben und uns die Story sicher auch nochmal nach vorne führen wird, machen wir das alles später. Mal schaffen wir's? Nee. Ich hole jetzt noch die Codex-Seite, die Feder. Auf der anderen Seite. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Ideal für die Leber. Die mich alle mit nach Da Vinci. Da! Lass die nicht entkommen! Keine Lust auf den Kampf.